grüße euch. Während des Studiums habe ich mir das Buch Modegrafik zugelegt. Ich fand das ganz toll. Ich wäre auch gern während der Studienzeit an eine Modedesign-Schule gewechselt. Aber leider durch die Festsetzung vom Amtsgericht die Universität nicht wechseln, beziehungsweise zumindest die Thematik. Und ja, fangen wir einfach mal an. Das Buch ist von A.L. Arnold. Texte sind in Deutsch und in Englisch. '32 gründete ich meine Modefachschule in Frankfurt am Main, die sich internationalen guten Ruf erworben hat. Bis 1950 wurde in dieser Schule mehr als 30.000 Schüler ausgebildet, die sich inzwischen teilweise in Spitzenpositionen befinden und damit ihren Berufsweg auf eine ausgezeichnete finanzielle Basis gestellt sowie ihre Befriedigung gefunden haben. Von A.L. Arnold. Da sieht man ihn. Den Autor. Die Fotos finde ich auch ganz toll. So vom Zeitlichen her. Die Renaissance, 15. Jahrhundert, Spätbarock zur Zeit Ludwig des 14. um 17. Jahrhunderts, frühes englisches Empire um 18. Jahrhundert und Tweedswald 20er Stil um 1928, 29. Das Aktzeichen, das haben wir in unserer Universität, Kunstschule Rödel, sehr oft gemacht. Das finde ich sehr gut. Montags 3 Stunden und freitags 3 Stunden stehender Akt. Freitags war es etwas strenger wie montags, aber schon okay. Mittwochs manchmal mit Mareile. Freie Malerei, so wie die Formen, es gibt ja diese Figur dementsprechend, wie die Person steht, der Stand an sich. Ich weiß nicht, wie sieht man das? Blendet ein bisschen. Köpfe, Frisuren, geschmeidig, mit wenigen Strichen. Das war anfangs ziemlich schwer. Herr Bergmann stand neben dran. Ah, oh, nicht so drum fummle. Ich so, was mache ich dann jetzt schon wieder? Ah, so, dann durfte man manchmal nur Akt mit 5 oder 15 Strichen zeichnen. Also er wird mir immer gedenken. Aber hat schon recht, also so gewisse Eigendynamik hat dann schon Schwung. Man muss halt darauf achten, kein zu langer Bleistift zu benutzen, gerade für zum Zeichnen. Und langer Bleistift ist sehr unhandlich. Die von der IKEA, kleine Bleistifte mitgebracht. Fand ich ganz toll.
Der hat er dann verteilt zum Aktzeichen. Schleichwerbung für die IKEA. Handstudien. Sagt auch immer, ein Akt von hinten zu zeichnen ist immer schwerer wie von vorne. Die Beine, wie die Beinmuskulatur aufgebaut ist. Die Füße, die Haltung der Füße in Schuhen. Die Anatomie. Auch wie die Sehnen am Kopf aufgebaut sind. Also. Ja, wie man vom der Vorzeichnung bis zum Endresultat kommt. So kleine Schritte. Das finde ich auch eine schöne Position. Fertige Zeichnung mit kräftigen Konturen und sitzend mit rückwärts aufgestutzten Armen. Übungsskizzen von stehenden und sitzenden Figuren. Haltungsstudien. Ja, die Übung fehlt mir auch etwas. Studium ist jetzt 14 Jahre her. Wenn sich, egal ob männlich oder weibliche Modelle, gern zur Verfügung stellen möchten, bin ich offen dafür, doch mal wieder ein paar Studien zu machen. Die Haltung an sich, die wie die Person steht, wo der Körper schon allein die Dynamik mit reinbringt und dann wird die Person angezogen mit Faltenwurf und Faltenwurf ist sehr wichtig. Ich habe die Faltenwurfstudien zwar nicht so sehr gemocht, ja, aber im Endeffekt, was in der, während der Studienzeit dabei rausgekommen ist, fand ich sehr interessant. Ich bin halt doch eher etwas perfektionistisch veranlagt, dass ich mit so wenigen Strichen eigentlich gar nicht zufrieden wäre. Ja. Und dann mache ich immer weiter und finde dann irgendwo kein Ende. Und dann habe ich im Endeffekt doch etwas zu viel. Auch mal Striche stehen lassen, wie hier. Man kann es immer noch wegradieren. Aber am Anfang, während der Studienzeit, gerade beim Aktzeichnen, durften wir überhaupt nicht radieren. Der Bleistift musste spitz sein, klein und spitz, mindestens DIN A4-Format und
Wir durften kein Radiergummi benutzen. Da war ich so schockiert an meinem ersten Studientag, dass wir gleich mit Aktzeichnen begannen, dass ich aus der Frau einen Mann gemacht habe. Aber Marion war immer noch, die rothaarige Marion war immer noch mein Lieblingsmodell. Also, wenn ich sie als Modell zurückgewinnen könnte, wäre ich doch dankbar. Ja, noch ein paar Faltenwürfe von den Röcken. Noch die unterschiedliche Farbigkeit. Ja, diese Seite erinnert noch an die alten Filter und Andy Warhol. Heute haben wir ja Eurofarben. Ja, die ganze Struktur, der Aufbau, leichte Schattierungen, dann Farbsetzung und dann mit starken, kräftigen Konturen nochmal das Ganze etwas verstärkt. Ja, so Kleider hätte ich mir auch schon gern angefertigt, wie hier das Schwarze, etwas schlicht, so ein Tweed-Outfit und der Jacke und vielleicht noch passende Hut dazu, finde ich einfach schick. Also auch von meiner Oma und mein Opa hatten so einen Mantel mit Fellkragen und einen Mantel habe ich noch, aber mir ist die Tasche eingerissen. Da bräuchte ich eine tolle Schneiderin, die mir das Wildleder irgendwie drapiert oder also ja, mir das irgendwie machen kann. Oder hier habe ich auch in Buddha-Magazin einen ganz tollen Mantel entdeckt, wo ich auch gern so mit Fellmuster gerne einen Mantel hätte. Aber wenn ich an meine Jacken denke, denke ich, ich habe ziemlich viele. So der jugendliche Style, der irgendwo nie ausgeht, diesen Style gibt's irgendwie immer. Ja. So locker leicht, es taucht auch immer wieder auf. Oder mal hübsche Dessous anfertigen. Kindermode, Kinder sind jetzt schon wieder vom Körperaufbau ganz anders wie jetzt die Erwachsenen.
Der Mann. Ja, da gab es in der Uni sehr wenige Männer, die sich als Modell zur Verfügung stellten. Es ist auch eine anstrengende Position, zu stehen und eine Stange in der Hand zu halten. Man denkt sich das, ach, das ist doch locker. So einfach ist das gar nicht. Ja, also man braucht immer wieder Pausen dazwischen. Und wenn man Pause mehr braucht, ist das auch kein Problem. Köpfe. Also ganz witzig, was mit wenigen Farben schon dargestellt werden konnte. Also, heute ist die Menschheit doch mutiger, also auf jeden Fall so Strümpfe würde ich doch gerne anziehen. Und ich finde auch das schwarz-weiß gestreifte ist doch auch mutig, das kann man auch tragen. Und nicht ganz so kurz und nicht gerade in den Seemannslook hinein, obwohl der Seemannslook ja doch schön ist, nur man kann das ein bisschen ausbauen, ja? Ja, was ganz anderes. Das würde mir beispielsweise gefallen. Oder hier. Kunst kommt von Können. Na, es hat doch auch mehr mit Talent zu tun. Ohne Talent kann man so lange üben, wie man möchte. Da passiert einfach nichts. Ja. Ja, ich finde das wunderschön zu 1920. Würde mir auch mal Spaß machen, auf so eine Veranstaltung zu gehen. Dieses Bild, also mit leichten Strichen hingeworfen, wirkt die Frau mit Boa aus dem Jahre 1983 wie eine spontan gezeichnete Modeskizze. Das kann täuschen. Viele Entwürfe Guanaus sind das Ergebnis intensiver Vorstudien. Also ich habe das Motiv verwendet. Und habe es auch mit roter und schwarzer Tusche neu umgesetzt. Ich kann euch leider das Jahr jetzt nicht sagen, aber ich weiß vom Wirtschaftsgymnasium in meiner Parallelklasse, die junge Frau hat das bekommen. Ich finde es jetzt schade, dass ich es kein Foto habe, dass ich es euch nicht zeigen kann. Überlegung war auch, ob ich nicht ein oder zweifarbiger Holzschnitt daraus mache.
Vielleicht nehme ich die Idee einfach nochmal auf. Amerikanische Nacht. Ja. Hier finde ich es auch toll, wie mit Licht gespielt wird. Und dass die zweite Frau auch hier in dem Kleid Schatten reinwirft. Ja. Jeans. Das ist bunter umgesetzt. Ein Hochzeitskleid wäre das noch ein schlechtes Volumen. Ich finde das ganz toll, wie hier das Volumen von dem Rock reingezeichnet wird. Das ist richtig toll. Hier sieht man wieder, dass man auch mit Weglassen Glanzpunkte setzen kann. Das Titelfoto. Na, ja, der Wind wurde ein bisschen den Mantel aufreißt, dass man darunter noch den anderen Rock sieht. Tolle Idee. Wind in den Haaren. Wild verwegen, stolz. Eine starke Frau. Na, so der Kent Clark. Farbig würde mir das jetzt besser gefallen. Ist das wahr? Es gehören natürlich zu jeder Mode hinzu. Hüte.
Taschen. Kennt wohl jeder, oder? Ist auch einfach mal ganz andere Farben auswählen, ja. Nicht so. Ich denke hier jetzt an Franz Marc, auch die Ausstellung vor 100 Jahren, der Blaue Reiter, die haben auch einfach mal andere Farben verwendet, ja. Warum sollte ein Pferd nicht mal rot, gelb, grün, blau sein, ja? Und hier die Farben. Nicht so, wir haben jetzt heute so viele Beleuchtungsmöglichkeiten. Ja, man kann rote Birnen benutzen, grüne und einfach mal mit dem Licht spielen. Wo kommen hier neue Farben her? Ja, nicht so, ich finde das ganz toll. Klar, ist das Klassische, wie hier mit den Sonnenblumen, auch toll. Ja. Das ist Geschmackssache. Sagte der Affe und biss in die Seife. Stimmt? Ja, auch. Was geht, tritt hier in den Vordergrund? Ja. Hier sieht man einen deutlich, das Gesicht wurde mit Streifen durchzogen. Und verkaufen möchte man hier eigentlich mehr den Hut, Tasche und den Gürtel. Bleistift und Rasterfolie. Bademode. Ja, einfach mal was Neues. Nicht nur dann ganz dünne Stoff werden, wo dann nur die Struff, die Brustwarzen bedeckt. Und hinten gar nichts, vorne nur eine Kette. Das ist jetzt absolut nicht meins. Ja, der klassische, also vom insgesamten, vom Bademodedesign habe ich bis jetzt immer zum klassischen Badeanzug gegriffen. Ich würde gern mal irgendwie was anderes haben. Ja. Und nicht immer dasselbe. Ich bin jetzt schon 39, ja. Und ja, es bleibt ja nicht aus. Man hat ja keine Modelfigur. Man ist auch keine 20 mehr. Und hätte einfach gern mal was Attraktives, wo jeder mal hinguckt. Mal Schuhe mit nur Blättern. Klasse. Das ist auch toll.
Gut, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn ich jetzt, also die hinteren Schuhe, die finde ich ganz toll. Vordere, dann bräuchte ich doch schon einen Absatz, gerade weil ich eine Fußheberschwäche habe. Und dann würde ich vorne alles kaputt machen. Also mit Schuhe und Tasche und Franzeljacke würde ich auf jeden Fall auf die Straße gehen. Ja, selbst Besteckdesign gehört dazu. Autositzdesign hätte ich auch ganz gern gemacht. Leider kam meine Gesundheit dazwischen. Der Schuh auf dem Teller. Also bei mir zu Hause dulde ich sowas nicht. Aber in der Zeichnung finde ich es jetzt ganz witzig. Ja. Finde ich auch sehr schön. Ja, dann haben wir es bald geschafft. Jetzt merken wir, ja, in unserer Epoche sind wir doch angelangt. Ist auch ein Lehr- und Fachbuch, auch für Bildhauer. Schlusswort. Okay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Zum Anhang, weil ich leider kein Schneiderlehre beziehungsweise nicht in der Modedesignschule war, darf ich leider meine Entwürfe oder meine Kleidung nicht selber malen. Aber, beziehungsweise, nee, nähen. Und jetzt bemale ich sie selber. Gut, das sind jetzt von Jackie O. Hosen habe ich günstig bekommen. Das sind meine. Ich habe noch eine Schablone, die ich vor 3 Jahren zu Papas Geburtstag angefertigt habe. Auf dem T-Shirt steht 60 und sexy. Und na, wie rum kommt sie? Ja, so wird die Schablone aufgesetzt und mit Stofffarben bin ich darüber gegangen. Das ist mein Entwurf. Wer sowas haben möchte, darf sich gerne bei mir melden. Jedes ist ein Einzelstück. Die Hose ist noch nicht ganz fertig. Und ich schätze, dass ich euch für die zweite Schablone, dass ich euch das zeige, dass ich es aufnehmen werde. Also ich finde es ganz toll. Ich war schon damit weg. Alle haben geguckt. Keiner hat gefragt. Und ja.
Also ihr dürft gern fragen, aber aus Erfahrung kann ich euch sagen, ohne Vorkasse, zumindest was die Hälfte des Geldes betrifft, mache ich nichts mehr. Weil dann bleibe ich auf meinen Sachen sitzen und die Kleidung sollte mir dann schon zugeschickt werden, auch mit einer schriftlichen Erlaubnis, dass ich die Kleider bemalen darf. Das ist fürs persönliche Tragen, ist gerade was Markenklamotten betrifft, sonst bekomme ich Ärger mit den Markenherstellern. Ups. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr schaltet wieder rein. Tschüss! Was ist denn jetzt? Virusfenster, Hilfe! So.